Kinder sind nicht kleine Erwachsene, sondern eigenständige Individuen mit eigenen Rechten und Bedürfnissen. Diesem Grundsatz soll nun also in der Landesverfassung endlich Rechnung getragen werden. Das freut uns als Grüne sehr. Wir haben die Volksinitiative seit 2008 begleitet, Unterschriften gesammelt, Rechtsgutachten in Auftrag gegeben und gemeinsame Veranstaltungen durchgeführt, ähnlich wie einige andere Fraktionen hier im Haus. Für uns Grüne war und ist es oberste Maxime, dass die Volksinitiative bestehend aus Kinderschutzbund, Sozialverband und Arbeiterwohlfahrt als Vertreterin von über 30.000 Menschen, auch das wurde von anderen schon gesagt, mit dem Gesetzentwurf einverstanden ist. Wir rechnen den Regierungsfraktionen an, dass sie ihre anfängliche Blockadehaltung aufgegeben haben und nun explizit den Begriff Rechte im Entwurf in Punkt 3 aufgenommen haben. Dies ist ein gutes Zeichen. Und als Fachpolitiker, Beteiligter ist mir sehr deutlich geworden, wie schwierig die Diskussion bei Ihnen, sehr geehrte Frau Sassen, sehr geehrte Frau Klahn, intern auch gewesen sein muss. Es freut mich, dass sich fraktionsübergreifend die Abgeordneten durchgesetzt haben, für die es um wesentlich mehr ging als um juristische Winkelzüge. Und wenn ich ehrlich sein soll, hätte man mich vor ein paar Wochen gefragt, ob ich geglaubt hätte, dass wir hier mit einem breit getragenen Gesetzentwurf stehen würden, da hätte ich vermutlich mit dem Kopf geschüttelt. Nichtsdestotrotz, Herr Kalinka, ist der vorliegende Gesetzentwurf nicht mehr als ein Kompromiss. Wir bedauern ausdrücklich, dass es uns nicht gelungen ist, die Armutsbekämpfung stärker zu gewichten, denn das Ziel der Volksinitiative war es ja nicht nur, Kinderrechte zu stärken, in der Landesverfassung stärker zu verankern, sondern auch den Schutz vor Kinderarmut stärker zu betonen. Dies verrät allein der Titel der Volksinitiative Kinderrechte stärken, Armut bekämpfen. Im nun vorliegenden Gesetzentwurf ist dies leider nur durch den zweiten Satz in § 3 indirekt gelungen. Insofern haben wir als Grüne Fraktion durchaus Sympathien für den Antrag der Linksfraktion. Allerdings müssen wir auch wir leider das Verfahren von Ihnen kritisieren oder Ihr Verhalten kritisieren. Man kann nicht auf der einen Seite in internen Gesprächen, Frau Jansen, Kompromissbereitschaft signalisieren, sich dann aber keinen Meter bewegen wollen. Und ich finde es auch etwas anmaßend, dass Sie besser und über die Volksinitiative stehen und scheinbar besser wissen, was richtig ist und was hier der richtige Weg ist. Aus unserer Sicht ist der Kompromiss trotz aller Kritik eine Verbesserung zum Status quo. Wir sehen eine deutliche Verbesserung darin, dass Schleswig-Holstein sich in Zukunft zu den eigenständigen Rechten von Kindern auf Verfassungsrang bekennen wird. Ein fader Beigeschmack bleibt allerdings auch, dass wir heute im November in der zweiten ersten Lesung darüber diskutieren, ob Artikel 6a in der Landesverfassung erweitert werden soll. Vor über 8 Monaten haben wir im Plenum das erste Mal über die Volksinitiative diskutiert. Das abgelieferte parlamentarische Verfahren war alles andere als vorbildlich. Einige Akteure müssen sich hier sicherlich auch mal die Frage fallen lassen, ob das Verfahren nicht schneller, fairer und besser hätte verlaufen können. Verfassungsänderungen können aber nicht der letzte, sondern müssen der erste Schritt zur Stärkung von Kinderrechten und zur Problematisierung von Kinderarmut sein. Wir kommen morgen, deswegen, ich habe das jetzt ein bisschen abgekürzt, wir kommen morgen im Laufe des Tages ja dazu, sowohl draußen wie auch hier drin, über Sozialpolitik noch ausgiebig zu diskutieren. Deswegen will ich es an dieser Stelle wieder sein lassen. Aber es geht hier nicht nur um eine Verfassungsänderung, wenn man um Armutsbekämpfung und der Frage nach Rechten spricht, sondern da gehört noch wesentlich mehr dazu. Es ist unsere gesamtgesellschaftliche Aufgabe, Kindern soziale Teilhabe zu ermöglichen. Und wenn das durch diese Debatte jetzt angefangen werden kann, dann begrüßen wir das. Aber wie gesagt, es darf nicht der letzte Schritt gewesen sein.